19. Dezember 1833. Obduktionssaal der Gerichtsmedizin. Ein 21-jähriger Mann ist am Vortag an den Folgen einer Stichverletzung gestorben. Der Name des Toten: Kaspar Hauser. Das Attentat wird zu einer Staatsaffäre. 6 Amtsärzte suchen nach Gewissheit über die Todesursache: Mord oder Selbstmord. Stichverletzung linksseitig zwischen der 6. und 7. Rippe, heißt es im Protokoll, 15 cm tief. Die Gewalt des Stoßes schließt Selbstmord als Todesursache aus. Gerüchte kursieren. Ist der Tote wirklich der legitime Erbprinz von Baden und Opfer eines blutigen Erbfolgestreits? Wir begeben uns erneut auf Spurensuche. 1816. Am Oberlauf des Rheins wird eine Flaschenpost mit einer geheimnisvollen Nachricht in lateinischer Sprache gefunden. Ich werde in der Nähe von Laufenburg festgehalten. Mein Kerker liegt unter der Erde und ist demjenigen unbekannt, der sich meines Thrones bemächtigt hat. Mehr kann ich nicht schreiben. Unterzeichnet S. Hannes Sprankio. Eine verschlüsselte Botschaft? Ein Hinweis auf den Verfasser vielleicht? Wir setzen die 14 Buchstaben mit Hilfe einer Dechiffrierungssoftware neu zusammen. Aus mehr als 87 Milliarden Möglichkeiten sucht unser Programm alle sinnvollen Kombinationen. Und tatsächlich, eine dieser Kombinationen fällt sofort ins Auge: Ein Sohn Kaspars. Und dann, wenig später, finden wir die Worte: Sein Sohn Kaspar. Damals konnte man in der Nachricht dieser Flaschenpost keinen tieferen Sinn erkennen. Man hielt sie für einen Scherz von Studenten und sie geriet bald wieder in Vergessenheit. 1828, nur 12 Jahre nach dem Fund der Flaschenpost, wird ein Junge unerkannt durch Deutschland geschleppt. Nach Nürnberg. Pfingstmontag taucht hier, wie aus dem Nichts, ein Junge auf, etwa 16 Jahre alt. Mühsam und ungelenk starkst er unbemerkt durch die menschenleeren Gassen. Inmitten der Stadt endet sein Weg. Er schwankt, kann bloß stammeln, sein Blick ist stumpf und leer. Ein Geisteskranker? In der ausgestreckten Hand hält der Fremde 2 ominöse Briefe. Auf der Polizeiwache sucht man nach Hinweisen über die Herkunft des Unbekannten. Gebetsbücher, gedruckt in Altötting, München und Salzburg. Der Fremde scheint die Fragen zu hören, aber nicht zu verstehen. Doch dann, als man ihm die Hand führen will, um ein Kreuz unter das Protokoll zu setzen, scheinen dem Jungen ohne Sprache Feder und Papier nicht unbekannt. Mit festem Druck schreibt er den Namen, der ihn fortan begleitet: Kaspar Hauser. Nur die beiden Briefe, die er bei sich trägt, verraten mehr als seinen Namen. Die Originalbriefe sind seit langer Zeit verschollen. Im Stadtarchiv Ansbach jedoch werden 2 damals angefertigte Faksimile-Kopien aufbewahrt. Werner Bürger, der Leiter des Archivs, sucht für uns die Dokumente. Die anonymen Briefe weisen Kaspar als Findelkind aus. Im ersten Brief steht: Das Kind heißt Kaspar. Ich bin ein armes Mägdlein und kann ihn nicht ernähren.
Wenn er 17 Jahre alt ist, schicken sie ihn nach Nürnberg zum 6. Regiment. Der zweite Brief lautet: Ich bin ein armer Taglöhner. Seine Mutter hat mir das Kind gelegt und ich habe ihm seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen. Ich habe ihn mitten bei der Nacht fortgeführt. Spätere graphologische Untersuchungen ergeben, dass beide Briefe von ein und demselben Verfasser stammen. Es handelt sich um eine falsche Fährte. In Nürnberg wird der Findling Kaspar noch in derselben Nacht in den Gefängnisturm gebracht. Doch schon bald beginnen höhere Kreise, sich für ihn zu interessieren. Nürnbergs erster Bürgermeister, Jakob Friedrich Binder, sucht Kaspar auf, überzeugt von dessen unschuldigem Wesen. Seine darauf verfasste Bekanntmachung verkündet, dass Kaspar Hauser um die Vorzüge einer vornehmen Geburt beraubt worden sei. Und so erfährt die Öffentlichkeit von dem Findling Kaspar Hauser und seiner grausamen Kindheit in Ketten in einem dunklen Kerker. Die bürgermeisterliche Behauptung, der sogenannte Binder-Erlass, setzt das Gerücht um Kaspars adlige Herkunft in Umlauf. Das wilde Kind auf der Nürnberger Burg wird zur Attraktion. Kaspar steht plötzlich im Mittelpunkt einer Welt, die ihm völlig fremd ist. Nach Wochen der Gefangenschaft fällt der Junge mehr und mehr den Torturen zum Opfer und ist den Strapazen nicht mehr gewachsen. Die Gerüchte verhärten sich, wonach das wilde Kind ein entführter Prinz sei. Der Fremdling wird berühmt und bald schon das Kind von Europa genannt. Ein kometenhafter Aufstieg vom unbekannten Fremden zum populären Häftling. Der Druck der Öffentlichkeit steigt, endlich Licht ins Dunkel der wahren Existenz des Findlings zu bringen. Manche halten den Jungen nur für einen gewitzten Betrüger, der eine ganze Stadt und ihren Magistrat zum Narren hält. Spielt er nur den Irren? Der Gerichtspräsident Anselm von Feuerbach nimmt sich des Falles an. Bald steht für ihn fest, Kaspar ist kein Betrüger. Er ist, so notiert Feuerbach, weder in Blödsinn noch in Wahnsinn verfallen. Seine Seele und auch manche seiner Sinne scheinen in gänzlicher Erstarrung zu liegen und nur allmählich erwachend den Außendingen sich zu öffnen. Feuerbach ist der oberste Kriminologe des Königreichs Bayern. Seine Aufzeichnung über Kaspar mit dem Titel »Verbrechen am Seelenleben des Menschen« wird das erste grundlegende Werk über den Findling. Feuerbach geht den Gerüchten um Kaspars adlige Abstammung nach. Warum wird Kaspar von niemandem vermisst? Und er folgert, dass ein verschlepptes Kind nur dann nicht als verschollen gilt, wenn es für tot gehalten wird. Will man also Kaspars wahre Identität herausfinden, so muss man ihn unter den Verstorbenen suchen. Feuerbach ahnt ein entsetzliches Verbrechen. Kaspar wird in der Wiege mit einem todkranken Kind heimlich vertauscht, das kurz darauf stirbt. Feuerbach geht zurück bis in das Jahr von Kaspars Geburt, 1812, und forscht in den Stammbüchern aller europäischer Fürstenhäuser nach Fällen von Kindstod. Eine eindeutige Spur führt nach Baden. Hier in Karlsruhe regiert seit Generationen das Geschlecht der Zähringer, das wohlhabende Großherzogtum. 1812, am 29. September,
Im Schloss zu Karlsruhe wird ein Junge geboren. Es ist eine komplizierte Geburt. Die Großherzogin von Baden, Fürstin Stephanie de Beauharnais, erholt sich nur langsam. Die Freude über das Kind ist groß. Der Erbprinz von Baden, Stammhalter und künftiger Thronfolger seines Vaters, Großherzog Karl von Baden. Nur wenige Wochen nach seiner Geburt, in der Nacht des 16. Oktober, erkrankt das Kind unerwartet. Die herbeigerufenen Hofärzte sind machtlos. Der Säugling stirbt. Ursache unbekannt. Baden ist wieder ohne Thronfolger. Droht eine Staatskrise? Noch in derselben Nacht bewegt sich der Trauerzug nach Pforzheim zur Familiengruft in der Schlosskirche von St. Michael. Die Familiengruft in der Schlosskirche von St. Michael. Hier werden alle Angehörigen aus der Zähringer Linie dieses Fürstenhauses zur letzten Ruhe gebettet, seit 300 Jahren. Auch der Kindersarg des namenlos getauften Sohns steht hier aufgebahrt. Doch liegt darin auch wirklich der Thronfolger? Nein, so die Antwort Feuerbachs. Nicht der Erbprinz sei gestorben und liege hier begraben, sondern ein heimlich untergeschobenes, sterbenskrankes Kind. Wer könnte dieses andere Kind gewesen sein? Die Lösung des Geheimnisses ruht in dieser Gruft. Aber der Zutritt dazu wird vom Hause Baden bis heute niemandem gewährt. Die Suche nach der Identität des fremden Kindes führt uns ins Generallandesarchiv in Karlsruhe. Hier werden alle Geburten, Taufen, Eheschließungen und Sterbefälle Badens seit Hunderten von Jahren gesammelt und aufbewahrt. Stimmt die Theorie vom vertauschten Prinzen, dann gibt es einen Jungen, gleichaltrig mit dem Prinzen, dessen Eltern in Beziehung zum Karlsruher Hof gestanden haben. Zusammen mit Archivar Wolfgang Müller folgen wir der Spur der Hauser-Forscher und suchen in den Geburtsregistern der Jahrgänge ab 1812 nach jemandem, auf den all das zutrifft. Johann Ernst Jakob Blochmann. Im Jahre 1812 wurde in hiesiger großherzoglichen Residenzstadt Karlsruhe in der Gemeinde Klein Karlsruhe geboren. Das Geburtsdatum lautet auf den 26. September, drei Tage vor der Geburt des Prinzen hier im Karlsruher Schloss. Der Vater war